Jetzt geht es zu Armini. Das sieht aus wie die Stadt von den Tepetl. So grausam sie auch sein mögen, seien sie dankbar für Gegner, die an dieselben physikalischen Gesetze gebunden sind, wie sie selbst. Andere Kreaturen können sich entscheiden, diese Gesetze zu missachten und blicken gnadenlos auf sie herab. Was soll das heißen? Heißt das jetzt, kommen auch Vögel oder so? Probieren wir es aus. Das vierte Survival-Level. Ne? Let's Survival. Okay. Darum Totenschädel. Gut zu wissen. Wie schnell regeneriert sich das? Oh, das braucht ja lange. Feuer! Aua, ich verbrenne. Nein! Hier ist echt so ein beschissener Vogel. Au, Kacke. Ah, Tukan, Tukan, Tukan. Es ist zwar kein Tukan, aber egal. Na, wunderbar. Ich werde ja meinen Spaß mit dem haben. Ach so, die sterben schon so, wenn die einfach da durchrennen. Das ist ja toll. Drehen sich einfach alle im Kreis. Da frage ich mich, ob das Level dann nicht vielleicht auch zu einfach ist. Indem man die Gegner einfach da reinlaufen lässt. Eine sehr interessante Art, um Gegner zu töten. Was ist das? Ist das das Geräusch, wenn die komischen Marienkäfer sterben? Käfer, Käfer, Käfer. Zombies. Was ist los? Ihr seid so langsam. Jetzt macht ihr fast gar keinen Spaß mehr. Okay, das kann ich jetzt so lange machen, bis die Viecher mit dem Fernkampf kommen. Ja. Da explodiert was. Ein herrlicher Spaß für die Familie. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Oh, oh. Oh! Wow! Okay. Das heißt, das kann man nur einmal... Ach so, okay. Auch gut. Naja, aber irgendwie macht das nicht so viel kaputt, wie ich mir gedacht habe. Klick, klick. So, was ist hier? Ah, wieder meine Lieblingsattacke. Bang. Okay. Ich will da nicht hier drin sein, ne? Wenn das passiert. Blub, blub, blub. Mein Gott. So hoch ist das doch gar nicht. Das kommt dann in unsere Richtung. Das ist irgendwie ineffektiv. Das ist nicht so sinnvoll. Bam. Oh, hier gibt's auch den Nagel. Ist das schön. Wie bei The Binding of Isaac. Der Nagel ist einfach toll. Na, und dieses Gebiet hier, wo der Vogel immer wieder seine Kacke hinterlässt, ist eigentlich sehr nützlich für uns. Weil wir können eigentlich die ganze Zeit da bleiben. Wir haben da den Nagel. Wir haben hier das bisschen Feuer und wir haben den Vogel, der uns töten will, aber er seinen eigenen Kumpan dabei umbringt. Ang! Yay! Und? Bang! Dann springt er kurzzeitig hoch. Sehr schönes Detail. Detail! Detail oder Detail. Oh, oh. Stimmt. Der wirft ja immer wieder sein Zeug hinunter. Aber dieses Mal werden wir überleben. Ganz tapfer! Und uns sogar eine Mehrfachtötung. Pentakill! Octokill! Dekakill! Was heißt denn dann 20 Tötungen? DK wäre ja 10.
Wir haben hier noch gar keinen einzigen Totenschädel gefunden. Was ist denn hier los? Auf der Suche nach dem Totenschädel. Totenschädel, wo bist du? Oh, hier hinten geht's noch weiter. Gag. Ja, wo denn? Ah, hier brauchen wir den Ball. Interessant. Ich schau mich etwas um. Ah, ein Totenschädel. Und nochmal. Wow, wow, wow. Sind schon wieder ein bisschen viele Gegner hier. Ach so, da kommst du nicht durch wegen der Wand. Das ist schade. Holen wir uns die Lebenspunkte. Auf 175 hochgesprungen. Ja, du bist mir egal, du komische Schildkröte. Schildkröte, Kröte, 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 Kröte. So, das Ank könnte auch wieder da sein. Nur wo? Da nicht. Da ist es. Wunderbar. Wunderbra. Wie gesagt, ein sehr schönes Element. Vogel, von wo kommst du eigentlich? Ich will dich sehen, wenn du die Kacke hinterlässt. Ach so, du kommst von beiden Seiten. Das ist auch gut zu wissen. Kommt wieder her. Wir sammeln uns weitere Lebenspunkte für Bonustöte. Maximale Lebenspunkte. Wie viel wäre das Maximum? 300? Lieber den Spartaner. Das war zu weit weg. Bang. Vor allem, warum ist diese... Warum sind diese komischen Eier eigentlich explosiv? Das ergibt doch keinen Sinn. Okay, wir sind auch in einem Spiel, aber egal. Nein, wir durchbrechen nicht die vierte Wand. Das hat das Spiel gut gemacht. Das Spiel braucht die vierte Wand nicht zu zerstören. Dafür sind andere Spiele da. Fletch. So, jetzt können wir eigentlich schon wieder... Okay. Wir brauchen keine Ahnung. Ob man sich hier hochglitschen könnte? Das weiß ich nicht. Ob das funktioniert. Das war auch jetzt erstmal nur ein fixer Gedanke gewesen. Von dem ich selber nicht so genau weiß, wie sich der umsetzen lässt. Wow! So viele Lebenspunkte. 290 waren wir gerade. Das ist ja enorm. Naja. Wir sind jetzt wieder knapp bei der Hälfte angekommen. Bei der Hälfte dessen, was uns erwartet. Komm, ich nehme die Kugel jetzt mal mit. Nachdem wir wieder eine Zweifachtötung gemacht haben. Lassen wir wieder alles runterfallen, wie sich das hier hört. Und dann will ich jetzt mal nachschauen. Nicht was das macht, sondern der Ballschalter. Den Ballschalter brauche ich ja auch. Ach so, da bist du. Sehr schön. So, Kugel, zeig mal, was du drauf hast. Es ist dein Ballschalter. Wie denn? Gar nicht cool. Habe ich hier meine Ruhe?
Tatsache, hier habe ich irgendwie meine Ruhe. Zumindest vor den Nahkämpfen. Oh, oh. Spaß mit den Minen. Nur weil die zu blöd sind. Naja, jetzt wissen wir, was die Teile machen. Au, oh, eine Mine genau auf den Feind platziert. Hep, hep, weiter geht's, weiter. So. Mist, jetzt habe ich den da hinten nicht getroffen. Ist er schnell genug? Okay, dann geht's auf die andere Seite. Ah, noch einer. Toll. Kann mir das mal einer erklären, warum der jetzt... Ich verstehe es nicht. Ah, tschüssi. Zurück zur alten Taktik. Verbleiben wir hier. Das ist irgendwo schon schade, dass es gerade ein bisschen repetitiv ist. Aber vielleicht hätte ich das auch nicht unbedingt alles hintereinander machen müssen. Aber... Naja. An sich macht es schon ordentlich Spaß. Es gibt eigentlich verhältnismäßig wenige Spiele, wo es einfach darauf ankommt zu überleben. Au, und das war ziemlich unklug von mir gewesen. Zu dem Zeitpunkt dorthin zu gehen. Ich bin mal wieder für ein Ankh. Ein Ankh-Botter. Aber... Das, ist das schon ein Ankh? Sieht so aus, wa? Dadurch haben wir ja relativ viel übersprungen. Schön. Schön, schön. Oh, verbrannt. Das tut mir fast leid. Egal, drei Runden sind noch übrig. Disco Party. Bam. How about an industrial party? Na, komm schon. Ich muss da drauf. Kann ich mich so eigentlich... Nein, ich kann mich so nicht schützen. Aus dem Weg. Ich muss zum Schalter. Und wir drehen und so 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 kommt niemand dazu, uns anzugreifen. Nicht mal die Fernkämpfer, weil wir immer woanders lang gehen. Und die schauen einfach dumm auf den Boden. Das wird es bestimmt zum Verhängnis werden. Weil der blöde Vogel irgendwann wieder auf uns kackt. Naja. Haben wir gut überlebt, würde ich sagen. Ne? Ja, da hätte der Kugel auf uns gefackt. Genau. Der Vogel hätte da volle Kanne auf uns gekackt. Mit vollem Elan. Einfach mal einen reingesetzt. Ach, und wie schön. Und du hast direkt wieder was da. Zwei Runden übrig. Nase kratzen. Weil Nase juckt. Ach, immer diese Ruhe. Und diese Fledermäuse. Und diese Feuerbälle. Und wir haben über 300 Lebenspunkte. Wir gehen einfach durch. Mit
Über 300 Lebenspunkte. Oh, 400 haben wir erreicht. Das ist doch was. Das ist doch ordentlich. Schöne Sache. Mal schauen, wie viel wir noch holen können. Alle Feinde zusammenholen und kaboom. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass 400 das Maximum ist. Aber man weiß ja nie. Ja, ich glaube, 400 ist die maximale Anzahl an Lebenspunkten. Und wir bleiben einfach bei unserem Ball und alles ist in Ordnung. 400 Lebenspunkte sind schon ziemlich viel. Extremst viel. Alles kaputt. Wir bewegen uns jetzt einfach mal so, ohne dass wir irgendetwas sehen. Da kann ich nämlich noch mit einer Hand mich bewegen. Und mit der anderen Hand trinken. So, ihr geht nach oben. Kennt ihr den Disney-Film ab? So. Fertig getrunken. Und ihr habt davon nichts bemerkt. Hoffe ich mal. Hätte ich das nicht angekündigt, wäre es euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, oder? So, jetzt ist hier bestimmt auch wieder das Ankh. Ah, Gag. Ja, hier ist das Ankh. Tschüssi. Und die allerletzte Runde. Bei Amini. Der Survival Map Amini. Und diesmal will ich nicht so blöde sterben wie vorhin. Noink, 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 jump, joink, junk, junk. So, wieder gibt es Feinde da. Jawohl. Au! Es ist schon ordentlich, wie viel Schaden diese komischen Eier machen. Oliver Kahn hatte recht. Wir brauchen Eier. Sie sind mächtig. Sie haben übelst starke Explosionsfähigkeiten. Seht ihr? Okay, das war jetzt kein Ei, das war ein Ball, aber... Naja... Die Eier, die der Oliver Kahn gemeint hatte... Sind Bällen nicht so fern, if you know what I mean. Na denn. Jetzt kommen hier so wenige Gegner, oder? Ach, das dauert. Lebenspunkte! Naja, habe ich eigentlich auch mit mehr gerechnet. Aber nun gut. Bleiben wir halt etwa bei 200. Ist ja auch keine Schande. Nein! Wir sind unter 150 gefallen. Ganz kurzzeitig. Da. Machen wir es mal wieder auf den klassischen Weg. Die letzten Gegner kann man sich das erlauben, oder? Inklusive dem Bonus. Da hatte ich gerade ziemlich Angst, dass das Teil jetzt genau auf uns fällt. Und uns zerfetzt. Das wäre gar nicht fair. Das wäre gar nicht nett gewesen. Lebenspunkte! Life points! Ja.
Jetzt sammle ich einfach das Anker ein. Wenn ich das finde. Da ist Feuer. 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 Oder gibt's für das letzte Level? Keine Ahnung. Das wäre ja ein Desaster. Vielleicht treffen wir ja was. Da ist das Ank. Wir sind einmal komplett rumgegangen. Und warten jetzt auf unsere Feinde. Die brauchen doch auch einen ehrenhaften Tod. Hier, ehrenhaft. Ehrenhaft. Diesmal haben wir auch 20 Minuten gebraucht. Seht ihr, das war beim letzten Mal ungefähr ja auch so, ne? Ja. Diesmal 151 Käfer getötet, 380 Mumien getötet, 67 Schildkröten und 225 Frack-Mumien. Und jemanden gefällt es nicht.